Hey Leute, eine neue Folge von Clash of Clans. So, ja, heute gibt's ein Jubiläum, denn wir kriegen unsere Mauer fertig auf Stufe 6. Ein Stück fehlt noch, soweit ich das beurteilen kann, oder bin ich blind? Mehr sehe ich nicht. Und in der letzten Folge hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich meine Juwelen geopfert habe, um ein Rathaus appen zu können. Denn ich habe genug von dieser Stufe. Ich möchte endlich weiterkommen. Ah ja, mein Update ist auch fertig hier für die Ballons. Die sind also jetzt auch ein bisschen stärker. Und wir suchen uns jetzt einen Gegner, um das benötigte Kleingeld zusammen zu bekommen. Natürlich einen mit richtig viel Kohle, hoffentlich. Das muss passen. Ich habe auch eine ganz gute Auswahl an Einheiten dabei. So, und das hier sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Sollte man einiges abgrasen können. Ich glaube, hier greife ich mal an, oder? Was meint ihr? Ja, komm. Das versuchen wir. Erstmal schaue ich. Okay, der Mörser schießt. Schick mal einen hier vor. Aber vielleicht keine geeignete Position. So, das haben wir weg. Schicken wir die mal rein. Die Bogis grasen ein bisschen ab. Zeigen wir mal unsere Kollegen hier. So, Mauerbrecher hoffentlich durch. Ja, natürlich nicht. Komm schon, durchbrech es. Endlich. Sehr gut, sehr gut. Aber was Kohle angeht, haben wir noch nicht so allzu viel. Jetzt aber. Jetzt fließt die Kohle. Und den letzten haben wir schon zusammen. Sehr gut. Aber wir wollen auch natürlich seine restliche Kohle. So, mach doch mal das Flugabwehrgeschütz platt, damit ich da durch kann. Kriegt ihr es heute noch hin? Hopp, hopp, schneller, jetzt Flugabwehrgeschütz. Hopp. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. So. So, den Scheiß machen die platt, so. Aufs Geschütz, auf das Geschütz. So, und jetzt schnell zu den Bogies, wenn ihr es dann überlebt. Fuck, einer ist schon draufgegangen. Los, wirf ab, wirf! Och. Gut, das reicht ja, wenn ich seine restliche Kohle dort noch klauen kann. Ich brauche gar nicht mal unbedingt den absoluten Sieg. Ja, reicht. Ist okay. Ist okay. Ich wollte das Gold und ich habe das Gold bekommen. Und ich darf bekannt machen mit komplett Level 6er Mauer. Sehr gut, sehr gut. Mein größtes Ziel ist also soweit erreicht. Geil. Schau ich mal, ist hier noch irgendwo ein Baumstämmchen oder so? Nö. Gut, dann kümmere ich mich drum, dass ich wieder Einheiten bekomme. So, das ist soweit okay. 4, ja. Ah, da brauche ich noch 2. Ach. So, das passt. 7, 8. So. Die kann ich jetzt ruhig auch ein bisschen mehr mitnehmen. Die Ballons, die sind schon geil. Und jetzt wollte ich mir mal die neuen Kömmlinge reinziehen. So, hier sind einige wieder neu. Wir besuchen den Kollegen direkt mal. Stufe 80er. Den LOL 13-2 zu Yoshi. Okay. Oder Z zu Yoshi. Wer weiß, ich erkenne es gerade nicht. Lager für dunkles Elixier. Okay, du wurdest gerade angegriffen. Und einiges wurde hier geplättet. What the fuck ist das denn hier?
Alles voller Riesenbomben einfach mal. Krass, ey. Und hier vor auch noch. Warum die Bomben gerade hier vor? Ich meine, hier ist eine fette Mauer. Okay, man weiß nicht, was hier vor... Achso, Goldlager, Kaserne. Okay, aber trotzdem, was hat das für einen Sinn, die hier alle vorzuplatzieren? Ich meine, ich glaube, keiner wäre so doof, einfach Einheiten hier hin zu platzieren, um die Mauer Stufe 7 hier abzureißen. Oder irre ich mich? Ansonsten coole Base, Stufe 12er Goldmine. Wo ist dein Rathaus? Ja, wo ist es denn? Okay, ich scheine blind zu sein heute mal wieder. Es ist wieder nicht mein Tag. Ah, hier. Nee, das ist die Clanburg. Cool, X-Bogen. Sehr geil. Ich will auch so einen X-Bogen haben, aber der ist übelst teuer, oder? Clanburg Level 4. Ich müsste meine auch mal upen, oder? Ist echt so Standard-Scheiß. Cross, Digga, cross. Okay, wir gehen hier mal wieder raus. Schauen uns den nächsten Neuankömmling an. Sebastian 2006. Erstmal Profil bei dem. Gewonnene Angriffe 7, gewonnene Verteidigung 12. Wir besuchen ihn mal. Besorgen uns Infos. Boah, er wurde auch gerade angegriffen und richtig platt gemacht. Ja, ich hatte ja auch einen neuen Clankrieg gestartet, da wir ja jetzt niemand anderes mehr dafür haben, muss ich das wieder übernehmen, das Managen. Okay, da kann ich eigentlich auch mal reinschauen. Vorbereitungstag haben wir momentan. Ich habe mich selber nicht mit eingeschlossen, weil ich nicht stark genug bin. Hab so die Stärksten ausgewählt, also meiner Meinung nach. Okay. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Beteiligt euch. Immer schön angreifen. So. Sergeant Fanta. Ist der schon wieder neu? Den habe ich doch schon mal besucht, als er neu war, angeblich. Nö, 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 nö. 180, Alter. Jo, geht auch gut ab, die Base. Die Form gefällt mir. Der Aufbau auch. Ressourcen sind gut geschützt. Soweit. Okay, hier sind natürlich ein paar Goldminen außen. Aber ansonsten. Sehr gut, sehr gut. Ich mache hier auch nur kurze Besuche. Denn öfters sind es einfach zu viele Neuankömmlinge. Ich möchte allen Hi sagen. So, Domi 367. Den besuchen wir auch mal. Oh, krass. Okay, 79er. Der hat hier auch schon seine ersten Mauern auf Stufe 8. Barbarenkönig auf 8. Alter, wie cool die aussehen. Das sind Bogis, ja. Bogis und Gnome oder Kobolde oder wie sie heißen. Cool die aussehen, wenn die weiterentwickelt sind. Gefällt mir. Voll so Robin Hood mäßig. Yeah, mal wieder ein Weihnachtsbaum. Habe ich schon länger nicht gesehen. Hier war sein Rathaus. Ah, Stufe 8 hat das. Ich bin ja auf dem Weg zu Stufe 7. Immerhin. Ich steigere mich auch. So. Der nächste Neuankömmling wäre der Tom. Wobei der mir auch bekannt vorkommt. Es kann ja viele Toms geben, oder? Naja, nee. Stufe 78 hat er. Hat schon fleißig Mauern überall hingebaut. Krasser Aufbau, Riesenmap. Also Riesendörfchen. Boah, ich wüsste gar nicht, wo ich hier angreifen soll. Also ich würde vielleicht erstmal versuchen, hier ein bisschen Schaden zu machen und so. Dann, okay, da ist wieder eine Kanone. Da sind Bogies, die eine große Reichweite haben. Da würde ich halt versuchen, diese Bauhütte weg abzuräumen. Hier hast du einfach mal gar keine Chance.
Das ist schon der ganze Bereich, ist gut geschützt. Genau wie hier. Und hier ebenfalls. Hier könnte man maximal noch die dunkle Kaserne, ohne unter Geschoss zu geraten, zerstören. Und hier ist auch wieder gut geschützt. Also alles in allem eine sehr geile Base. So, der nächste. Oh, heute sind es echt viele. Oder warum wird mir mal neu angezeigt? Bahrami ist doch auch schon lange dabei. Wir suchen mal den Kollegen mal. Oh. Eine einsame Mauer. Warum ist da eine einsame Mauer, Bahrami? Das ist aber doof. So, Stufe 7. Auf dem Weg bin ich. Cool, mit Stufe 7 kann ich dann auch den Barbarenkönig holen. Sehr, sehr geil. Und bis zu 180. Yo, Drachis, ich will auch Drachis. Boah, ich freue mich schon auf die Drachis, ne, aber über. Und auf die Teslas natürlich. Geil, okay. Ja, der nächste. Dum, dum, dum. Wieso wird Geoclan mir als neu angezeigt? War der kurz raus oder wie? Na, wir kennen ihn ja. Masse kennen wir auch. Kenne ich auch schon. Big M sagt mir jetzt eher weniger. Okay. Stufe 58. Der Aufbau ist auch ganz cool. Hat auch schon die 6er Mauern komplett. Rathaus 7. Ich bin also auf dem richtigen Weg. Yeah! Für Drachis auf jeden Fall. Wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis ich Drachis habe. Boah, was sind das für Vieh? Ach so, das sind Schweinereiter. Cool. Ich will Schweinereiter. So. Boah, alle schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht. Schaut mal, das sind zu viele. Ah, Kollege muss man natürlich mal gesehen haben. Also, Kollege der Boss. Kennt doch jeder. Wurde anscheinend angegriffen. Nee, wenn Leute angegriffen wurden, dann habe ich da keinen Bock drauf, jetzt zu erraten oder nachzuschauen, was ist. Dafür bin ich zu faul. Ernsthaft. So, Einheiten sind wieder am Bauen. Ich sag mal Hallo. Uhu. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr seid fleißig am Vorbereiten. Denn es wird sicher nicht einfach gegen Generals COC. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, ja? Ich schaue mir das an. Morgen dann im Kampftag werde ich einige Kämpfe nachverfolgen. In der Wiederholung einblenden im Video. Dann wisst ihr Bescheid, was ich davon halte. Ich habe euch im Auge. So, Boki-Türme. Stufe 6, die muss ich auch endlich mal appen. Das wäre sogar noch in dem Level gegangen. Aber keine Kohle, keine Zeit. Lol, wie sie mich einfach ignorieren. Ignorante. So nicht. Gut, Leute, momentan haben wir nichts mehr zu tun. Meine Mauer habe ich voll. Kohle gibt es hier nichts mehr abzufarmen. Die nächsten Mauern kosten dann schon an die 200.000. Alter Schwede. Also dafür brauche ich echt sowieso erstmal krassere Goldminen. Stufe 12 oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal zum Kampftag. Ciao.